Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Feuer um Mitternacht. Wir haben in der letzten Session die ich weiß nicht, ob es eine Nebenquest ist. Ich weiß nicht, ob ich die Quest wirklich hätte ausschlagen können. Aber auf jeden Fall haben wir hier dieses Dorf. Ich sag jetzt mal gerettet. Da lag ein Lavendel drin, das ist doch schön. Und auf jeden Fall wollen wir immer noch weiter nach Anis. Hier lag eine Kastanie drin. Ist verschlossen. Wenn ihr den Bürgermeister sucht, der befindet sich in diesem großen Haus da oben. In diesem hier. Als Bürgermeister möchte ich mich nochmal bei Ihnen bedanken. Wenn ich etwas für Sie tun kann, nur zu, fragen Sie mich. Nö, weder noch. Ach, toll. Nee, ich spreche nie wieder mit dir. Ich wollte nicht rasten. Du willst doch nicht etwa diesen braven Mann bestehlen, oder? Ja, okay, dann schläft die halt. Mein Gott, man kann sich hier auch gar nichts mehr erlauben. Okay, dass man hier runter kann, muss doch einen Sinn haben. Aha, was haben wir denn da? Und scheint nichts, was ich irgendwie nutzen kann. Ist ja supi. Gibt's da wenigstens hier unten was? Nee, auch nicht. Wie sinnlos. Ihr seid wirklich außerordentlich stark für eine Frau. Ich würde gerne eines Tages ihr Schüler sein. Gerne, aber derzeit kann ich leider keine Schüler mehr an meinem Dojo aufnehmen. Nächstes Jahr wäre vielleicht wieder Platz frei. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Hier steht Ria, den Rest kann ich nicht lesen. Es muss hier doch etwas über Schlafmangel geben. Furchtbar, seit man nicht mehr in die Bibliothek kann, finde ich nicht mehr die richtigen Bücher zum Einschlafen. Ach, schrecklich, diese Unordnung. Ist ja schlimmer wie bei meiner Nachbarin. Stellen Sie sich an den Tresen, ich komme gleich. Alles gut. Wo ist denn nur dieses Buch hin? Ach hier. Nein, das ist es auch nicht. Ich brauche ja Kapitel 11. Wo ist das nur? Kriegt man hier endlich auch mal etwas zu kaufen oder ist das ein Selbstbedienungsladen? Ja, ja, immer mit der Ruhe mit den alten Knochen. Oder ging der Spruch anders? Ey! Schon gut, ich komme ja schon. Ihr müsst unsere tapferen Helden sein, die uns gerettet haben. Der Bürgermeister hat mir schon Bescheid gesagt. Kennen wir uns nicht von irgendwoher? Dieser scharfe Ton kommt mir so bekannt vor. Nö. Einfach nö. Hä? Ich wollte gerade sagen, es ist ein Anzeigefehler. Grüne Annika, blaue Annika, habe ich doch alles. Ah, das sind die zum halben Preis. Das heißt, da wurde extra Item für gemacht. Ah, okay. Das macht Sinn. Aber da werde ich hier auch nochmal ganz genüsslich einkaufen. Ein Pilzhut für sie, damit sie überhaupt einen hat. So, wir haben noch Grünfedern. 4 Stück. Geil. Oh, das ist für sie. Dann behalte ich das auch noch. Ah. Cool. Und der Filzhut. Nee, die Lichtkugel braucht sie nicht. Das wäre eher was für Laura gewesen. Okay. So, und was gibt's hier oben? Das dürfte wohl die Bibliothek sein. Hat wohl jemand in der Eile verloren? Hier lagen 800 Geldscheine drin.
Hier stehen einige Bücher über verschiedene Heilpraktiker. Ich frage mich, wozu man dann eigentlich noch Priester braucht. Braucht man auch nicht. Priester sind unnötig. Ziehen einem nur das Geld aus der Tasche. Irgendwas Geheimes. Hier lagen zwei Kastanien drin. Hier lag eine Mixtur drin. Meine Güte, wo bin ich denn hier gelandet? Also das nenne ich wirklich mal eine Bibliothek. Ich werde von Büchern angegriffen. Okay. Sind aber angenehme Bücher. Leichte Lektüre. Erstmal speichern. So, da bin ich wieder, nachdem wir die Bücher massakriert haben. Die gefährlichen Bücher. So, was gibt's denn hier noch? Hier gibt's doch sicher irgendwas Interessantes noch. Sag ich doch, 760 Geldscheine, jawohl. Auf dem Weg zum Millionär. Gibt's ja auch was Interessantes? Zack, zack, die Bücher werden wahrscheinlich auch gleich wieder lebendig. Sag ich doch. Easy. Nochmal 900 Geldscheine. Geil. Meine Fresse, wie groß ist denn das? Da lagen Lavendel drin. Ein lilanes Buch. Und da hinten liegt ein Schwert. Eine nette Waffe. Da klebt sogar noch Blut dran. Ja, ist okay. Schwert aus alten, blutigen Zeiten. Ich hätte jetzt gedacht, das lila Buch, was da liegt, wird auch noch lebendig. Aber die... Schön. Geil. So muss das. Hey, Stufe 16. Na, wie viel MP haben wir jetzt? 58. Wird ja immer besser. Hey, hier gibt's was zu sehen. Hier steht ein Buch mit dem Titel Opfer oder Täter. Nicht sehr interessant zu lesen. Das Ende ist klar vorhersehbar. Und wie bitte geht es aus? Ich kann an dem Titel und dem kurzen Prolog nicht erkennen, wer am Ende die Oberhand hält. Tja, dann solltest du diese Lektüre dringend fertig lesen, mein unwissender Freund. Jetzt würde mich das interessieren. Ja. Warum bist du dann überhaupt auf die Unterhaltung eingegangen? Da? Hä? Du, nix Logik, mein Freund. Ah, eine sehr interessante Lektüre über den Krieg der Götter. Würde ich gern lesen, wenn ich mehr Zeit hätte. Ihr seht gar nicht aus, als wärt ihr jemand, der euch für solche Mythologien interessiert. Wenn ihr wüsstet, was ihr mir noch alles nicht zutrauen würdet. Zum Beispiel Mord. Ah, Speicherpunkt. Da lag eine Mixtur drin. Da lag nochmal Geld drin. Hi.
Ich frage mich ja, sind das irgendwelche bösen Geister oder so, die hier unterwegs sind? Oder was ist das? Bam. Ein Buch über schwarze Magie, damit befasse ich mich lieber nicht. Da hätte ich jetzt dein Interesse gesehen. Aber nee. Ein Buch über eine junge Frau mit roten Haaren und Flügeln. Sie soll hier vor 10 Jahren hier gesichtet worden sein. Eine sehr seltsame Geschichte. Sackgasse, hier geht es wohl nicht weiter. Sagst du? Hier stehen die Buchstaben ITE. Ja. Okay. Okay. GR, AV. ITE. Irgendetwas muss ich in einem anderen Raum eben geöffnet haben. Das werden wir sehen. Aber wo? Nochmal 300 Geldscheine. Ah ja. Jetzt hat dieser Spuk aber endgültig ein Ende. Magusta-Bücher. Die halten ja ganz schön was aus. Was habe ich bekommen, Magister? Ich spüre es. Hier muss es sein. Die sind schon alle hier recht alt und von Zerfall gezeichnet. Habt ihr etwas gefunden? Noch nicht. Bitte helft mir doch beim Suchen. Haltet nach einem gelben Umschlag und dem alten Dunglass-Siegel Ausschau. Wo kann es nur stecken? Es muss doch irgendwo hier sein. Jetzt bloß nicht aufgeben. Was stehst du so da? Hilf suchen. Umso schneller wir es gefunden haben, umso schneller kommst du auch nach Arnis. Was geht mich dieses dumme Buch an? Ist doch sowieso nur eine Legende. Nein, daran glaube ich nicht. Es gibt doch so viele Berichte über den alten Wanderer, da muss es doch auch irgendwo sein Buch geben, davon bin ich überzeugt. Hoffnung gibt es immer, man muss nur an der richtigen Stelle suchen. Hoffnung, was ist das schon? Nichts anderes als einen dünnen Faden, den man verzweifelt festhält. Nur Schwächlinge tun das. Habt ihr nicht gehört? Es ist völlig sinnlos nach... Was ist denn jetzt wieder? Hat es dir die Sprache verschlagen? Das ist ja sonst nicht deine Art. Habt ihr etwa das Buch gefunden? Ich fasse es nicht, das ist es tatsächlich. Es ist das Buch des wandernden Seers.
Lass mich doch mal sehen. Woran erkennt ihr es? Es könnte doch auch eine Fälschung sein. Oh nein, seht doch nur. Diese Schrift ist im alten Korinth geschrieben worden. Die wurde von den Ureinwohnern benutzt. Dieses Buch ist mindestens 200 Jahre alt und zu jenem Zeitalter geschrieben, als der Wanderer zum ersten Mal gesehen wurde. Und was schreibt er? Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich möchte das Buch lieber ungeöffnet in mein Haus mitnehmen. Es könnte sein, dass es wegen dem hohen Alter zerfallen könnte. Ich will es zur Sicherheit lieber versiegeln und in meinen Rucksack packen. Aber wenn ich etwas daraus erfahren sollte, verspreche ich, ihr werdet die Erste sein, die es erfährt. Und euch muss ich danken, eure Ungläubigkeit hat es gefunden. Ich frage mich nur, wie ihr es von dieser Entfernung entdecken konntet. Reiner Zufall, denke ich. Aber nun, wo ihr das Buch habt, werden wir uns nun endlich nach Eldor aufmachen, bevor mein Begleiter hier noch völlig ausrastet. Gut, gehen wir. Wenn ihr wollt, begleite ich euch noch bis zum Stadttor. Dann muss ich auf den schnellsten Wege nach Barre zurückkehren. Yay, wir können endlich raus hier. Raus, raus, raus hier, denn ich habe keinen Bock mehr auf dumme, alte, zerfallene Bücher. Ah, es wird wieder heller. Gib deinem Bruder diese schwarze Heiltinktur, sie wird ihm helfen. Und er darf auf keinen Fall die nächsten Tage aus dem Haus gehen oder schwere Objekte tragen. Sag ihm das. In Ordnung, ich werde es ihm ausrichten, aber es wird ihm bestimmt nicht gefallen. Aber das ist doch... Ihr entschuldigt mich einen Augenblick. Wieso denn? Kennst du diese Frau? Hey, warte, was soll das? Was ist denn mit dem los? Aufgelöst habe ich ihn bis jetzt noch nicht erlebt. Ich glaube, dass er diese Frau kennt. Wir sollten im Dorf auf ihn warten. Na gut, hoffentlich warten wir nicht umsonst. Bei ihm kann man sich da nie so sicher sein. Na, wer ist diese Dame? Das musst du mitnehmen. Gibt da oben noch irgendwas? Nee. Nee? Nee, okay. Immer her mit dem Eier-Stuff. Was ist das? Scheint jemand drin zu sein. Ich gehe lieber nicht rein. Okay. Was zum Plündern? Hoffentlich. Oder auch nicht. Hierher hast du dich also verkrochen. Hattest du etwa die Sprache verschlagen, mich wieder zu sehen? Hast du etwa geglaubt, ich habe in den sauren Apfel gebissen? Tja, man sollte Gerüchten nicht zu viel Glauben schenken. Noch lebe ich. Na gut, wenn du nicht mit mir sprechen willst, gehe ich wieder. Ich habe sowieso Besseres zu tun. Du hast dein Versprechen gebrochen und nun wagst du dich auch noch hierher. Du erwartest doch nicht wirklich, dass ich mich über deinen Anblick freue. Du hast mich getäuscht, da. Wie konntest du mich nur all die Jahre im Glauben lassen, dass du nichts mit den Morden zu tun hattest? Ach komm schon, du hast es die ganze Zeit über gewusst, sonst hättest du mich nicht wie einen räudigen Hund aus dem Dorf gejagt. Das habe ich nicht getan. Es waren die Dorfbewohner, die Angst vor dir hatten. Diese elende Taugenichtse haben doch vor allem Angst, was stärker ist als sie selbst. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Sie sollten lieber froh sein, dass ich ihre wertlosen Leben verschont habe. Wenn dein Großmut nur auch für die zwei Magier gegolten hätte, dann hätte man dich auch besser behandelt. Ach, hör auf mit diesem Dreck, das ist doch längst Geschichte. Du bist doch auch um keinen Grad besser als ich. Wer hat denn jahrelang für Zordak gedient und Attentate an den schwachen Geschlecht verübt?
Sieh dich doch nur um, in welcher Gegend und in welchem Umfeld du noch immer lebst. Hat sich denn in all den Jahren etwas geändert? Nein, sie behandeln dich immer noch wie eine Aussätzige und lassen dich nicht in das Dorf rein. Wieso lässt du dir das nur gefallen? Ich weiß, dass diese Menschen meine vergangenen Taten niemals vergeben können. Aber immerhin dulden sie mich in ihrer Nähe. Zu den Kindern habe ich sogar eine engere Beziehung entwickelt. Du siehst also, auch alte Wunden heilen irgendwann. Es benötigt nur Zeit und Geduld. Auch für dich ist es noch nicht zu spät, um auf den rechten Weg zu gelangen. Weshalb sträubst du dich dagegen so sehr? Du hörst dich ja an wie eine elende Hexe, die mich bekehren möchte. Lass das gefälligst, du kannst an dem, was ich nun mal bin, auch nichts ändern. Leute wie sie haben mich doch dazu bewogen, so zu werden. Wenn ich in ihrer Welt so glücklich gewesen wäre, hätte ich nicht den Zauber über mich ausgesprochen. Du warst möglicherweise nur schwach und konntest mit deiner Vergangenheit nicht leben. Aber das gibt dir keinen Grund, sie zu ignorieren. Man ist, was man ist, und du bist keinesfalls so böswillig, wie du immer vorgibst zu sein. Ich muss es wissen, denn ich kenne deine wahre Gestalt. Falsch, du kennst mein neues... Du kennst mein neues Ich, nicht das alte. Sei doch nicht so dickköpfig. Willst du das als alter jähzorniger... Willst du als alter jähzorniger Mann enden? Solange ich eine starke jähzornige Krücke bin, ist mir das egal. Hauptsache, ich bin auch immer der mächtigste Mann des Landes. Mehr will ich gar nicht. Ach, so bescheiden bist du geblieben. Schluss jetzt, ich höre mir dein Gewäsch nicht länger an. Bleib doch hier, wenn du willst, ich brauche dich nicht. So ist das also, du bist hergekommen, um mich zu bitten, mit dir zu gehen. Glaubst du etwa, ich habe vor, meinen guten Ruf wieder zu ruinieren? Blödsinn, ich bin nicht wegen dir hier. Dass wir uns trafen, war reiner Zufall. So, und weshalb bist du mir dann gefolgt? Kannst du mir das erklären? Ich wollte nur... Ach, vergiss es, ich gehe besser. Mit dir kann man sowieso nicht mehr vernünftig reden. Leb wohl. Vor 8 Jahren hast du das Gleiche gesagt. Wird es nun wieder so lange dauern, bis wir uns wiedersehen? Vor 8 Jahren. Ist er tot? Scheint, als würde er noch atmen. Dieser Junge muss unglaubliche Kräfte haben, wenn er so etwas überleben kann. Oder aber auch viel Glück. Selbst erfahrene Magier ist es nicht gelungen, Drachmen zu besiegen. Wie konnte er es dann? Seht euch nur dieses Symbol an seiner Jacke an. Es kommt mir bekannt vor. Tragen das nicht nur Schüler Sarkons? Der Meister der schwarzen Magie und Herr der Verfluchten? Wenn das so ist, könnte es sich bei diesem Knaben nur um seinen Zögling handeln. Was? Das soll da sein? Wenn das so ist, sollten wir ihn schnell erledigen, ehe er zu sich kommt. Ja genau, wer weiß, was er mit uns tun wird, wenn er wieder zu sich kommen sollte. Nein, das wäre unverantwortlich, dann wären wir nicht besser als sie. Und außerdem könnten wir den Zorn seines Meisters beschwören, wenn er erfahren sollte, wer für seinen Tod verantwortlich wäre. Nein, wir lassen ihn besser am Leben. Dann sollten wir ihn so weit wie möglich vom Dorf bringen, damit sie uns nicht auf die Schliche kommen. Keine gute Idee, Ilsa. Er könnte aufgrund seiner Verletzung sterben oder von einem wilden Tier gefunden werden, ehe er wieder zu sich kommen sollte. Nein, besser, wir bringen ihn zur alten Hexe in den Wald. Eine gute Idee. Diese alte Wetterhexe hat schon einmal ein Kind aufgenommen, das der dunklen Macht verfiel. Gut, dann bringt ihn schnell hinüber. Sie wird sich gefälligst um ihn kümmern und Acht geben müssen, dass er nicht stirbt. Sonst wird es ihr nicht besser als unser gehen, wenn Sarkon das erfahren sollte. Sei nicht dumm, du kannst nicht wieder zurückgehen. Er wird dich einen Kopf kürzer machen. Du kennst meinen Meister nicht, also urteile nicht über ihn. Er wird es verstehen, dass ich meine Lehre kurz abbrechen musste. Es war doch nur ein Jahr und ich bin seinem anderen Schüler doch damals schon um vieles voraus gewesen. Also mach dir keine Sorgen um mich, ich komm schon klar. Soll das ein Witz sein? Um dich muss man sich immer Sorgen machen, du Trotzkopf. Gut, dann werde ich jetzt aufbrechen. Und du willst wirklich nicht mit? Er könnte dir auch viel beibringen, immerhin hast du die gleiche Gabe wie ich. Nein, ich gehöre hierher. Jemand muss sich doch um die Blumen kümmern, jetzt wo die gute alte Frau gestorben ist. Aber du wirst ja doch genauso gehasst wie ich. Wieso willst du denn hier bleiben? Sie werden dich doch nie akzeptieren. Ach da, ich weiß doch, dass es hier nicht einfach sein wird, aber ich habe es ihr nun mal versprochen. Ich bleibe hier und gebe auf ihre Tiere und Kräuter Acht. Es ist so idyllisch hier, ich will hier einfach nicht weg. Meinetwegen, aber du wirst es noch bereuen. Da. Was denn noch? Du hast mir versprochen, niemanden zu verletzen. Bitte halte dein Versprechen auch.
Keine Sorge, das werde ich. Aber nun muss ich wirklich gehen. Wir sehen uns bald wieder. Ich glaube, er hat sein Versprechen nicht gehalten. Was soll das heißen? Sie wollen mich hier nicht mehr haben. Was interessiert mich, was diese bescheuerten Leute sagen? Du hast Menschen getötet. Was ist nur mit deinem Versprechen, das du mir vor einem knappen Jahr gegeben hast? Hast du das etwa vergessen? Was ist nur los mit dir? Ich erkenne dich kaum wieder. Diese erbärmlichen Wichte sind doch selbst schuld an ihrem Tod. Sie hätten mich eben nicht herausfordern sollen. Da, wie kannst du nur so etwas sagen? Leuten dir denn andere Leben nicht mehr? Nichts mehr? Wie kannst du mit deiner Macht nur so leichtfertig umgehen? Was hat dich nur dazu getrieben, diese abscheuliche Tat zu begehen? Ich habe ihren Tod nicht zu verantworten. Es war ihre Entscheidung gewesen, als sie sich gegen mich gestellt haben. Aber du hättest sie doch verschonen können. Es war nicht notwendig, sie zu töten. Nun werden alle dich für einen brutalen Hexer halten. Nur zu, wenn sie unbedingt ein Monster aus mir machen wollen, dann sollen sie auch eins bekommen. Und nun leb wohl. Und wieder ein Teil seiner Vergangenheit. Und aus diesem Grund kann ich nicht mehr zurückblicken. Leb wohl, Erin. Für immer. Diese dummen Gefühle. Ich muss sie endlich loswerden. Also, auf nach Arnis. Oh, ob du in der Lage sein wirst, wirklich dich von deinen Gefühlen zu spalten? Ich habe da so meine Zweifel. Aber wie es dann weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Feuer um Mitternacht. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel. Adios.